Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Als Filmsammler stolpert man natürlich immer wieder über die absurdesten Filme, die man sich dann aus den absurdesten Gründen trotzdem immer wieder ins Regal stellt. Aber jeder von euch wird das kennen, dass es ein paar ausgesuchte Gründe gibt, die die Aufnahme von einem Film definitiv ausschließen würden. Beispielsweise ist das bei mir Tiersnuff, also wenn ich es vorher rechtzeitig weiß. Und ich kenne viele Sammler, die viele verschiedene Gründe habt. Falls ihr da auch etwas Interessantes habt, schreibt es mir in die Kommentare, ich würde es definitiv gerne wissen. Aber neben Filmen mit Tiersnuff gibt es auch ein weiteres großes gefächertes Genre, das in meiner Sammlung eigentlich grundsätzlich nichts zum tun hat, nämlich der sogenannte Erwachsenenfilm oder rosa Pixelfilm oder ihr wisst schon, wovon ich spreche. Aber trotzdem gibt es auch in dem Fall immer wieder Momente, wo man vielleicht eine kleine Ausnahme machen muss. Und bei mir kam das im Jahr 2022 mit dem von Agfa releaseden Titel Bad Pussy. Und lasst mich vielleicht, bevor ihr mich in den Kommentaren steinigt, ganz kurz erklären. Ihr wisst ja, dass ich persönlich, abgesehen davon, dass ich 90% meiner Zeit hier selber auf YouTube verbringe, die anderen 10% auch noch auf YouTube verbringe, damit, dass ich mir andere Videos von anderen Kritikern anschaue, so grob geschätzt. Und da ist mein Lieblingskritiker hier auf YouTube kein geringerer als Brad Jones, der Cinema Snob ist. Und der Cinema Snob hat ja quasi sein YouTube-Stick oder seinen Fake-Charakter, der basiert auf Roger Ebert und Gene Siskel, wie sie damals über die Freitag der 13. Filme hergezogen sind, quasi der elitäre, versnobte Filmfan, der halt trotzdem über den cinematografischen Bodensatz spricht. Und deswegen hat er auf YouTube natürlich auch diverse, naja, also Filme gerne vorgestellt. Und einer der absurdesten und seltsamsten und irgendwie schlechtesten, die ich aus diesem Genre jemals gesehen habe, war Bad Pussy. Eine der unmotiviertesten Sexszenen, quasi intercut mit einer der schlechtesten, unlustigsten Superheldenparodien von tatsächlich einer Bad Lady, die auf einem Gummihüpfball durch die Gegend hüpft. Etwas, das in dem Video von Cinema Snob dermaßen absurd ausgesehen hat, dass ich mir dachte, fuck, irgendwie muss ich das sehen. Und als dann eben Agfas tatsächlich sogar noch über Vinegar Syndrome angekündigt hat, dass sie von diesem Film eine limitierte Slipcase-Version bringen, ja, war ich dann natürlich direkt sold. Dabei muss man aber sagen, dass das Cover von Bad Pussy natürlich relativ einfach ausgefallen ist. Wir bekommen aber dafür für diesen wundervoll cartoonhaft, quasi wirkend wie von einem Fünfjährigen gezeichnet. Titelschriftzug dann natürlich auch das Cover-Artwork, das quasi um nichts besser ausschaut, aber ich brauche reden, ich könnte wahrscheinlich auch nicht besser zeichnen als das. Dafür ist das Ganze dann natürlich eben noch hier in diesem rosa Case gehalten und bietet auf dem Backcover einfach nur mehr oder weniger eine zensierte Inhaltsangabe, die in dem Fall wahnsinnig interessant ist, weil man einerseits natürlich die zensierten Begriffe trotzdem irgendwie immer noch lesen kann und es sich dabei offensichtlich um einen Namen handeln soll. Natürlich, beziehungsweise ist das ganz arg, aber keine Sorge, das eigentliche Case ist in dem Fall recht harmlos ausgefallen, weil wir mehr oder weniger einfach dasselbe Cover-Artwork wie außen bekommen, nur halt mit den beiden, erotisch will ich das wirklich nicht nennen, Hauptdarstellern aus diesem Film im besten klassischen alten EC-Comics-Stil, wobei dadurch, dass EC bereits für Entertaining Comics steht, ist natürlich EC-Comics irgendwie ein ganz blöder Begriff, aber das hier im selben Stil gehalten, dazu dann natürlich eben auch auf dem Backcover das Ganze recht sauber dargestellt, aber man sieht halt diese Absurdität, die ich mir nicht entgehen habe lassen können. Der Film misst dabei tatsächlich nur 52 Minuten, man weiß nicht einmal aus welchem Jahr er ist, man weiß eigentlich nicht einmal, wer ihn gemacht hat, aber was in dem Fall eben relativ interessant ist, es gibt Something Weird Video hat bereits 2017 einen 16mm Print von diesem Film auftreiben können und im Jahr 2022 wurde dann noch einmal ein 16mm Print aufgetrieben und die beiden
Restaurationen sind auch hier auf dieser Disc beide enthalten. Und man muss dazu sagen, dass beide Transfers wirklich qualitativ absolut grauenhaft sind, vor allem was die Farben betrifft. Aber dass das natürlich die einzige Möglichkeit sein wird, diesen Film jemals zu sehen. Dafür gibt es in dem Fall sogar noch ein wahnsinnig interessantes Booklet von Mike McCarthy, der nämlich persönlich derjenige war, der den Film Bad Pussy eben damals in irgendeinem aufgelassenen Kinoarchiv und Lager gefunden hat und mehr oder weniger selbst und persönlich dafür verantwortlich ist, dass der Film nicht in der Schrottpresse gelandet ist, sondern auf einer Blu-ray. Und das ist natürlich absolut bemerkenswert in diesem Fall. Dafür gibt's auch dann im Inneren eben hier einerseits die quasi Gesichter, ja, die schauen wirklich so aus, um das, was sie normalerweise sprechen. Man muss sich allerdings, damit man sich diesen tollen Spruch ungefähr vorstellen kann, das Gefühl haben, dass die beiden während der Dreharbeiten, sagen wir mal, eigentlich im Koma hätten liegen sollen und zusammengerechnet sicher Promille im zweistelligen Bereich hatten. Aber wir bekommen das Ganze hier eben, finde ich, mit diesem rosa Keepcase ganz nett gemacht. Auch das Booklet mit dem wirklich interessanten Text darüber, wie es war, diesen Film zu finden, war für mich einfach wirklich Kaufgrund genug, um einfach nur nach dem bereits längeren Kennen des Cinema Snob Reviews einfach nachschauen zu können, was dieser Film wirklich ist. Und nach einem kurzen Durchseppen dachte ich mir, holy freaking hell! Und demnach muss ich sagen, wenn man sich schon normalerweise diese Art Filme nicht anschaut, aber sich sehr gerne wahnsinnig schlechte Filme anschaut, dann kann man sich aber, glaube ich, einen wahnsinnig schlechten aus dieser Art Film doch irgendwie auch anschauen. Oder? Huh.